Hallo und herzlich willkommen zurück an all die grünen, ekelhaften Leute, die sich das letzte Video angeschaut haben. Und natürlich vielen, vielen lieben Dank an alle Abartigen, die das letzte Video bewertet haben und ihr Abonnement gegeben haben. Finde ich immer wieder geil. Wir spielen jetzt wieder Jurassic World Evolution mit unseren kleinen Dinosauriern. Hier geht's immer noch gut. Wir haben sie jetzt fast einen Tag alleine gelassen. Mein Herz hat geblutet. Ich wollte immer bei ihnen sein. Doch, es hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Die Arbeit hat gesagt, nein, du darfst nicht zu den Dinosauriern. Du musst erstmal hier weiterarbeiten. Richtig mies. So. Expedition. Fossilien-Dings haben wir immer noch nicht gebaut. Okay. Stimmt, wir haben ja ewig lang gewartet und hatten dann immer wieder was anderes, was wir bauen müssen. Heißt, jetzt diese Folge bauen wir auf jeden Fall eine Fossilien... Haus. Kraftwerk. Wie es auch immer heißt. Ausbildungstempo. Ja, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Letzte Folge war ja nicht ganz so spannend wie die Folgen davor. Obwohl, letzte Folge ist doch hier der andere ausgetickt. Wie hochnäsig! Was ist mit ihm los? Na, Kleine. Er stapft durchs Wasser. Na, wie geht's dir? Alter. Ja, die erste Folge habe ich auf 720p hochladen müssen. Ich habe es nämlich dreimal gerendert. Dreimal kam da eine Fehlermeldung. Video kann leider nicht so bearbeitet werden. Und ist dann nach 5 Minuten immer stehen geblieben. Einfach so mitten im Video stehen geblieben und man hört nur noch zu dieser Musik. Und ich denke, das leckt mich doch am Arsch. Richtig mies, richtig mies. Euch geht's aber gut, oder? Warum kann ich die eigentlich nicht anklicken? Warum gibt's hier eigentlich keine Kinder? Die Kids von heute. Ja, im letzten Video, die Kids haben wieder zugeschaut und gesagt, der spielt voll blöd. Ja, ich hab schon in Folge 1 nach einer halben Stunde, also hätte ich schon einen T-Rex gehabt und er ist jetzt in Folge 4 oder 5 und kriegt's immer noch nicht gebacken. Und ich denke mir so, wenn du es besser kannst, dann zeig es doch. Man muss ja auch erstmal ein bisschen Geld verdienen, um Geld ausgeben zu können. Ja, bei Jurassic World ist es so, dass ich erstmals auf Titel gucke, die in YouTube hochgerankt werden. Das heißt, dass ich die Titel so bewusst wähle, dass ich immer auf der Startseite, wenn man den Titel eingibt, auf der Startseite direkt in den ersten 5 Feldern drinne bin. Dann ist der Titel manchmal etwas irreführend, vielleicht auch ein bisschen irrational, weil es vielleicht nicht ganz auch mal mit dem Thema zu tun hat. So ein bisschen Clickbaiting könnte dabei sein, aber ich muss jetzt versuchen, natürlich ein bisschen die Reichweite zu erhöhen und ich glaube, meine kleinen Kids werden es mir nicht ganz so böse nehmen. Ich hoffe es jedenfalls. So, 11.000, da haben wir es auch jetzt gleich. Da oben ist es. Fossilienzentrum. Alter, noch größer geht nicht. Alter. Was geht hier wieder ab? Da geht. Da.
Bevor ich jetzt hier lang weitersuche. Ich bin froh, dass es überhaupt geht. Okay, wo? Wo ist der Straßenanschluss? Da. Ich sehe nichts. Ich sehe immer noch nichts. Jawohl. Jawohl. Und jetzt sparen wir auf den neuen Ceratosaurus. Kriegen wir nämlich wieder ein bisschen Kohle. Und jetzt können wir endlich wieder forschen, unsere Fossilien ausgraben und natürlich weiter bearbeiten. Jetzt geht's wieder voran. Jetzt geht es wieder voran. Gab ja auch schon wieder Leute, die gesagt haben, du hast immer nur so 2-3 Klicks, wenn überhaupt, da will ich einen YouTube-Kanal hätte. Da würde ich gleich 100.000 haben. Ich gucke ihn so an. Das ist jetzt denn jetzt? Ich meine, ich gebe nichts auf sowas, aber es ärgert schon einen. Edmondo, Triceratops. Keine Dinosaurier, die... Ja, aber 100.000. Boah, da ist eine Schlange drin oder sowas. Aber nichts wert. Wir haben irgendwas freigeschaltet. Wo haben wir auf einmal so viel Kohle her? Okay, okay. Geil. Ach so, hier. Stimmt, das Zeug war ja übelst viel wert. Cool. Ja, das hat sich mal gelohnt, würde ich sagen. Cerato. Was ich in dieser Folge noch gerne machen würde, ist so ein Duell. Das heißt Duell. Mega starkes Triceratops gegen Ceratosaurus mal kämpfen lassen. Würde ich gerne machen. Brauche ich natürlich ein bisschen Kohle. Könnte spannend werden. Wollen wir jetzt mal ein Duell machen? Ach, guck mal da, wer da gerade aufgetaucht ist. Okay, machen wir mal das Duell vorher. Ich will es jetzt sehen. Bevor ich ein Cerato mache, machen wir das Duell. Duell. Ich will immer so häufiger so ein paar Duelle machen. Dann habe ich immer so was für die Folge. Ich will auch eigentlich mal ein Kanu kämpfen lassen gegen Cerato. Mal gucken, was wir alles kämpfen lassen. Es wird auf jeden Fall das eine oder andere Duell hier geben. Ich bin gespannt. Und ich glaube, das wird geil. Jetzt auch hier mit dem Triceratops. Könnte auch für ihn eng werden. Kann natürlich sein, dass er jetzt verliert. Das wissen wir jetzt nicht. Aber wir werden es gleich sehen. Gut, ich hätte natürlich auch unseren alten Triceratops natürlich rüberholen können. Allerdings ist es natürlich auch so, dass ich einen besseren jetzt habe. Okay, von dem habe ich jetzt noch was. Ein Kilo habe ich noch was. Ein Kilo, ich hätte auch so gerne ein Kilo. Nächste Folge brauche ich auf jeden Fall einen Ankylosaurus. Gleich ist es soweit. Ankylo. Okay, ist jetzt nach oben gerutscht. Ja. Hä? So.
Jetzt bin ich gespannt. Duell der Mächtigen. Dreihorn gegen Ceratosaurus. Okay, er nimmt Witterung auf. Er will das Duell. Er nimmt die Witterung auf. Aber er geht nicht auf ihn los. Noch nicht. Oder jetzt! Jetzt! Oder auch doch nicht. Oder er hat noch keinen Hunger. Aber die lassen sich einfach in Ruhe. Die lassen sich einfach in Ruhe. Ich dachte, jetzt kommt das mega fette Duell hier gleich. Aber... nein. Jetzt! Jetzt kommt er, oder? Hä, er kommt nur angerannt, um zu fauchen? Okay, jetzt das Duell! Boah, 55% mit einem Schaden. Alter. Der nächste Schlag gewinnt. Alter Schwede. Boah. Aber er lebt noch. Der Cerato lebt immer noch. Sie fauchen sich an. Es geht um Leben und Tod. Ist eigentlich so gemein, was wir gemacht haben. Ich sehe nichts. Boah, 1% nur noch. Der Arme. Alter, und jetzt wird er gesnackt. Alter Schwede. And here is the winner. 61%, ja gut. Aber er hat Probleme gehabt. Es ist nicht so, dass er ihn einfach weggesnackt hatte. Ja, der Arme. Wurde einfach nur weggesnackt. Aufgabe erhalten. Aufgabe erhalten. Ja, ich glaube, jetzt gehen die Einnahmen wieder ein bisschen runter, weil wir hatten ja jetzt einen Triceratops mehr und der ist sehr beliebt. Aber ich wollte ja das Duell. Ich meine, ich wollte das Duell und jetzt habe ich es auch bekommen. Und es war ein geiles Duell. Es war auf jeden Fall ein richtig geiles Duell. Und sowas können wir gerne mehr machen. Gebäude. Transport. Einschienenbahn. Uff, boah. 2 Millionen kostet das. Ich hätte gerne die Einschienenbahn. Aber nicht für 2 Millionen. 300.000. 100.000. Lass ich mir schon eher gefallen. So, jetzt warten wir, bis er jetzt hier rauskommt. Dauert noch ein bisschen. Angriff 83, 27. Ist er stärker oder gleich? Doch, die sind gleich.
Aber er hat natürlich auch was abbekommen. Oder so ein Eddie. Ich hätte noch gern so ein Eddie. 19. Die sind aber überhaupt nicht beliebt. Warum? Warum? Der arme Eddie. Niemand mag Eddie. 37. Selbst die ersten nicht so beliebt. Und du, mein Freund? 117. Ja, Fleischfresser, Fleischfresser. Obwohl ich ja Pflanzenfresser auch super gern habe. Ankilo, 34%. Ich will ein Ankilo. Ja, jetzt ja. Ich wusste, dass sie das schaffen. Diese neuen Dinosaurierjungen. 95.000, 550.000 haben wir bezahlt. Und das verdanken wir ihnen. Hier nicht ändern kann gerade. Ich würde gerne ins Maul gucken. Okay, er geht sich erstmal die Leiche angucken. Ah nee, er rennt erstmal hier. Okay, gibt jetzt hier gleich ein Duell. Cerato gegen Cerato. Beschnuppert von hinten. Trinkt erstmal was. Aber die zwei verstehen sich, alles klar. Die zwei verstehen sich, das finde ich gut. Und natürlich einen zweiten von denen, der bringt mega viel Geld. Dieser Auftrag ist etwas ganz Besonderes. Und ich kenne jemanden, für den er wie gemacht ist. Erraten Sie, wie ich meine. Das ist ja easy. Also die, die Mission Nutzen ist ja jetzt Sie diese easy. Gelegenheit. Ich könnte theoretisch auch schon wieder Fossilien ausgraben. Was, nur eins? Gar keins? Was ist da los? Ich hätte gerne mehr Grabungsteams. Muss ich die freischalten oder freikaufen? Was gibt's denn hier ganz hier hinten? Ceratosaurus. Hier gibt's auch was. Dilophosaurus. Velociraptor. Alter, hier gibt's geile Sachen. Hier gibt's richtig geile Sachen, Leute. Cerato. Alles klar. Dann müssen wir... Ich will noch ein Kilo in dieser Folge machen. Oder? Nein, in der nächsten Folge. Ich würde aber sagen, dass wir mal auf die andere Insel wieder gehen. Und da auch forschen. Mehr Geld. Weil da drüben haben wir mehr Kohle, können natürlich auch direkt eine Forschung reinhauen. Wir werden jetzt häufiger hin und her switchen. Und jetzt natürlich wird es
pro Folge einen neuen Dinosaurier geben. Soweit will ich immer spielen. Die nehmen wir schon. Kilo. Alles klar. Zwei Eigentos. Jetzt haben wir hier zwei Stück. Wie drüben. Hier haben wir einen Eddie und Triceratops. Aber hier haben wir natürlich unser... Ach, hier haben wir zwei Triceratops. Und hier haben wir unseren Chicken Runner. Hier und die zwei Dracorexe. Okay, okay, okay. Ich verstehe. So, Inselbewertung. Wie bekomme ich jetzt noch eine höhere Wertung? Steigern Sie den Sicherheitsruf, indem Sie Sicherheitsaufträge abschließen. Dann gib mir mal einen Sicherheitsauftrag, würde ich sagen. Ich will Sicherheit. Wir haben 7 Millionen, Leute. Und können nichts damit anfangen, wenn wir gerade keine Mission haben. Gib mir Sicherheit. Ich will Aufträge. Ah, hier. Hier können wir ja auch jetzt unser Transport, die Einschienenbahn bauen. Geil! Hier haben wir nämlich genügend Kohle. Hier können wir sie bauen. Wir machen ja einen Gewinn von 176.000. Das können wir uns locker leisten. Finde ich gut. Finde ich super. Jawohl. Jawohl, Dilo. Ich mag die Dilos. Kleine Spuckers. Was haben wir noch? Velociraptor. Ja, den hätte ich auch gern. Ich hätte alle gerne. Bin ich ganz ehrlich, ich will alle haben. Gibt nichts, was ich nicht haben möchte. Aufträge, Aufträge, Aufträge. Wer hat einen neuen Auftrag? Dieser Typ. Unterhaltung. Ah, schade. Ich brauche Sicherheit. Bauen Sie zusätzlich Beobachtungsgalerien und Plattformen, um Dinosaurier-Sichtbarkeit auf mindestens 75% zu erhöhen. Weiter Knopf. Beobachtungsgalerie. Hier hätte ich gerne. Was muss ich forschen? Beobachtungsplattform. Kostet 2 Millionen. Okay, das ist das nächste, was ich baue. Das ist das nächste, was wir bauen. 4 Minuten dauert es noch? Dilo, Alter, gleich 20% oder was? Nice! Wir warten jetzt, bis das Grabungsteam wieder da ist. Ich müsste gehen, was da alles ist. Der Stand ist erschöpft.
Bergungsteam kehrt zurück. Finde ich super. Sie ist auch heute so laut. Er ist ja am Rändern im Hintergrund. Und er ist so laut gerade. Was ist da eigentlich schon wieder los? Navigation. Ich will ja ins DLC direkt. Und es gibt ja noch ein anderes DLC mit den 5 anderen Dinosauriern. Das werden wir uns auch noch holen, aber erst am Ende. Erstmal machen wir jetzt das hier alles. Wir haben noch einige Dinos zu sehen, bevor wir dann tatsächlich uns neue 5 Stück angucken. Ich will euch alles zeigen, wir werden alles sehen. Keine Angst, wir werden alles sehen von diesem Spiel. Ausgiebig. Okay, ich kann die selbst auch machen. Finanzielle Sicherheit ist fast genauso wichtig wie persönliche Sicherheit. Also nehmen Sie diesen Auftrag an. Also ich kann die Aufträge auch mir selbst holen. Das finde ich cool. Weil so komme ich an die Sicherheitsaufträge nämlich jetzt dran. So komme ich an die Sicherheitsaufträge dran. Das finde ich super. Dass wir das jetzt herausgefunden haben, ist natürlich jetzt ein Meilenstein. Nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit hier warten. Dann kann ich nämlich auch drüben immer direkt Aufträge starten, wie ich will. Und bin nicht gebunden auf, wann die von alleine reinkommen. Das ist natürlich jetzt das, was ich gebraucht habe, was uns jetzt weiterbringt. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt natürlich warten. Weniger als eine Minute. Weniger als eine Minute. Die Dinosauriervielfalt ist ansehnlich, die Gäste kommen weiterhin. Forschung abgeschlossen, jawohl. Gehege. Beobachtungsplattform. Geil. Grabungsteam kehrt zurück. Und kann gerade wieder abhauen. Dino, ein kleines und ein kleines. Ah, schade. Alter, 360.000, dieser Stein. Sie haben den Auftrag und alle Ziele abgeschlossen. Das ist das bestmögliche Ergebnis. Na, das ist doch mal nice. Eingehende Übertragung. Sicherheit. Beschaffen Sie 50% des Genoms Edmontosaurus. Ich hätte da einen neuen Job, der Ihnen... Sturmabwehrstation, geil! Sollte. Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid, wenn Sie Interesse haben. Das ist cool. Edmontosaurus? Das kriegen wir hin. Schön, Sie dabei zu haben. Wie Sie sich vorstellen können, suchen die Tiere in den verschiedenen Einrichtungen ständig nach Schwächen in unseren Sicherheitssystemen. Sie sind viel klüger und hinterlistiger, als die Leute denken. Aber ich weiß genau, wozu sie fähig sind. Deswegen teste und evaluiere ich ständig unsere Sicherheitsprotokolle und Absperrungen. Und hier kommen Sie ins Spiel. Ich muss diesem Lambert recht geben. Er sieht diese Tiere als Gelegenheit an, aber auch als Bedrohung. Sie müssen für mich DNA aus Fossilien extrahieren, um einen Dino auszubrüten, schlüpfen zu lassen und unterzubringen. Das ist die erste Projektphase. Los! Okay, als nächstes müssen Sie das Tier in einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten, ehe Sie es freilassen und in einem Gehege unterbringen können. Sorgen Sie außerdem dafür, dass die ACU auf dieser Insel präsent ist. Ja, ja, kriegen wir hin. Ist jetzt nicht so schwer. Hier haben wir natürlich das meiste an Kohle. Hier müssen wir natürlich sorgen,
dass mich die teuren Sachen so für 2, 3, 4 Millionen hinbekommen. Den Spagat werden wir drüben noch nicht hinbekommen. Später wahrscheinlich ja. Aber hier möchte ich jetzt natürlich dazu nutzen, die Insel als quasi, wie sagt man, als Zufluchtsort, als Ort der Geheimnisse. Weil wir haben ja, ich habe mir die meiste Kohle, Leute, wir haben gerade 5 Millionen. Minuten. Ja, Beobachtungsplattform ist auch immer super. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. Okay, das kriegen wir hin. Einer der besten Wege, für die Sicherheit unserer Gäste zu sorgen, ist eine genaue Vorhersage, wie Dinosaurier in bestimmten Situationen reagieren. Das kriegen wir hin. Weniger als 6 Gäste durch Fleischfresser getötet in 3 Minuten. Da mache ich mir jetzt gerade weniger Sorgen, ganz ehrlich. Ich glaube, das kriegen wir hin. So, ihn lassen wir jetzt frei. Unseren kleinen Eddie. Oh, ich finde die so geil, diese Viecher. Aber die bringen uns das leider nicht. Lehrbuch unter Abliefern. Die sind nichts wert. Der hinten, das sah aus, als ob da hinten gerade Affe läuft. Es sind 2 Menschen. Was machen die denn da drinne? Wie seid ihr überhaupt hier reingekommen? Jetzt mal ganz ehrlich. Wie seid ihr da reingekommen? Jungs, die Tür ist auf. Wo seid ihr? Kommt ihr jetzt auch wieder raus? Oder chillt ihr jetzt hier da drin? Ich würde schon gerne die Tür schließen. Danke. Die chillen da drin. Das gibt's ja wohl nicht. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass da auf einmal Leute drin im Gehege laufen. Blitz, ihr habt da 52%. Ein Kilo und was zum Verkaufen. Wenn wir jetzt noch das finden, wie hieß das jetzt? Nachladetempo. Ich wusste, Sie sind die richtige Person für den Job. Ja, das war easy. Aber ich frage mich jetzt, wo dieses Nachladetempo ist. Genetisch. Gute Verdauung. Gehirnerhaltung. Eigentlich müsste es ja medizinisch sein. Kilosaurus können wir jetzt bauen. Ach so, im Forschungszentrum ACU.
hier ist das Gebäude-Upgrades. ACU-Nachladetempo. Okay, da ist es. Das bauen wir noch in dieser Folge. Haben wir jetzt 5 Minuten Zeit. Und... bauen wir schon mal den 1 Kilo vor. Den brüten wir dann in der nächsten Folge erst aus. Boah, der Velociraptor kommt gleich. Verträgt er sich mit ihnen beiden? Gute Frage, oder? Kümmere mich um Futterstationen. Lege weitere Aufgabe fest. Lege weitere Aufgabe fest. Oh, nur noch 1,5 Millionen. So, jetzt gehen wir nochmal auf die andere Insel. Gucken, was da abgeht. Wir haben ja 5 Minuten jetzt noch. Will überall 5 Sterne am Ende dieses LPs. Zeigt. Oh. Bin zur Futterstation unterwegs. Sollte jetzt nicht leer sein. Velociraptor. Was kostest du? Ich hätte das selbst nicht besser machen können. Danke. 610.000. Alter Schwede. Und ich hoffe da nicht, dass die beiden ihn gleich fressen. Aber wenn wir den jetzt durchbekommen, kriegen wir auf jeden Fall die Kohle. Wenn ihr Park zahlungsunfähig ist, verkaufen sie was. Okay. Wir machen Gewinn. Ja. Alles gut. Alles gut. Das war nur die monatliche Stromabrechnung. Alles gut. Wir brauchen noch mehr Missionen. Aufträge. Ich hätte gerne noch einen neuen. Sicherheit. Die Sicherheit unserer Gäste hat natürlich oberste Priorität. An zweiter Stelle steht jedoch die Verbesserung unseres Sicherheitsprofils und dieser Auftrag könnte uns dabei helfen. Daher ist es wichtig, dass Sie darüber nachdenken. Sie gefallen von 2,4 auf 1,9. Warum? Aber ich würde sagen, wir sehen uns in einer neuen Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Jurassic World Evolution. Wir hatten heute den epischen Fight Triceratops gegen Ceratosaurus. Wir werden nächste Folge den Ankylos sehen und den Velociraptor. Auf den freue ich mich am meisten. In diesem Sinne, ciao, tschüss.